Bin ich etwa gestorben und wurde als Verkaufsautomat wiedergeboren? Als ob. Klar, ich habe sie geliebt, aber das ist so absurd, das würden die nicht mal in einem Anime bringen. Nein, das ist wundervoll. Ich bin auf jeden Fall ein Verkaufsautomat, wie er leibt und steht. Meine Preise sind auch angemessen, da kann man nicht meckern. Dieser starke, rechteckige Körper vereint wahre Eleganz mit funktionaler Schönheit. Halt! Das ist doch ein schlechter Scherz. Ich fresse einen Besen mit Stiel und Kerblech, wenn es normal sein soll, als Automat wiedergeboren zu werden. Nein, normal ist es wirklich nicht. Aber ich bin das geworden, was ich liebe. Vielleicht ist das ja ein Segen der Götter. Was soll's, bringt nichts, sich aufzuregen. Was die ganze Sache absurder macht, ist, dass ich mich wegen meiner Verkaufsautomatenpassion nicht mal beschweren kann. Herzlich willkommen. Haben Sie vielen Dank. Bitte kommen Sie bald wieder. Bei einem Treffer gibt es einen Gewinn. Das war wohl nichts. Ein Volltreffer. Bitte werfen Sie eine Münze ein. Das war's? Mein Vokabular ist ganz schön begrenzt. Aber was kann ich sonst noch so? Ich bin ein Verkaufsautomat. Stark, bereit, unbesiegbar, schön, entschlossen, mutig. Spür die Kraft, die tief in deiner Seele wohnt. Oh, in meinem Hirn? Nee, Moment, ich habe kein Hirn. Vor meinem inneren Auge sind Buchstaben und Zahlen erschienen. Hm? Das sind wohl meine derzeitigen Waren. Ich habe also nur zwei. Du kannst Punkte ausgeben, um die Warenauswahl zu verändern. Ist das ein Tutorial? Praktisch, ich kann die Waren also austauschen. Aber was für Punkte? Ach, bestimmt dieses PT da. Punkte können gegen Geld eingetauscht werden. Mit Punkten können Waren aufgestockt oder verändert werden. Und neue Funktionen können hinzugefügt werden. Verstehe. Jetzt, wo ich mich damit befasse, wird mir alles klar. Wenn ich Punkte ausgebe, bin ich in der Lage, Waren nicht nur zu kühlen oder zu wärmen, sondern auch Tiefgefrorenes aufzutauen und heißes Wasser in Instant-Ramen zu gießen. Die restlichen Funktionen sehe ich mir später an. Jetzt interessiert mich erstmal das Sortiment. Wow! Hier ist ja echt alles dabei, was ich früher selbst regelmäßig an Automaten gekauft habe. Ich probiere es mal aus, indem ich 10 Punkte ausgebe und kalten Milk-Tea hinzufüge. Oh, es hat funktioniert! Den verkaufe ich für 100 Yen. Außerdem wurde mir gesagt, dass man 100 Yen gegen einen Punkt tauschen kann. Gut, dann wird es jetzt Zeit für die restlichen Funktionen.